So ein richtig schönes Edelstahlgeländer, so ein richtig schöner Edelstahlhandlauf. Sowas sieht immer wirklich toll aus. Sowas sieht auch über Jahrzehnte wirklich immer noch richtig, richtig gut aus. Wer möchte sowas nicht zu Hause haben? Doch wenn man sowas bei Firmen anfragt, dann wird es oft richtig teuer. Und da überlegen natürlich viele, kann ich sowas nicht auch selber machen? Dazu zeige ich euch heute verschiedene einfache Lösungen und Möglichkeiten. Und wer jetzt das Argument hat, ich kann aber nicht schweißen, dem kann ich sagen, man braucht heutzutage nicht mehr schweißen können, um sich ein vernünftiges Edelstahlgeländer zu bauen. Ganz im Gegenteil, es gibt heute so unglaublich viele Möglichkeiten, wie man sowas trotzdem ganz einfach umsetzen kann, ganz einfach lösen kann. Es gibt heute wirklich so viele tolle Sachen, es ist wirklich Wahnsinn. Wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt, es ist verrückt. Und man muss zum Thema Schweißen sagen, wenn so der Hobby-Schweißer 2-3 Mal geschweißt hat, dann anfängt an so einem Edelstahlgeländer rumzubraten, anders kann ich es nicht nennen, dann kommt oft wirklich nicht viel dabei raus. In vielen Fällen sollte man es wirklich lassen, an so einem Edelstahlgeländer rumzuschweißen. Auf der anderen Seite ist es so, das ist zum Beispiel auch ein Bogen, der wurde hier oben auch geschweißt, wurde hinterher verschliffen und da sieht man nichts mehr. Das ist wirklich hohe handwerkliche Kunst, sowas hinzukriegen. Man braucht dafür verschiedene spezielle Geräte und verschiedene Maschinen. Und wenn man sich das alles kauft, dann kann man da auch wieder gleich zu einer Firma gehen, sich das zu bestellen. Also es gibt wirklich tolle, einfache Lösungen. Ich kann euch versprechen, die Ergebnisse, die man damit hinbekommt, die sehen wirklich auch toll aus. Da sieht hinterher niemand, dass man das selber gebaut hat. Man kann alles im Internet zusammenbestellen, kann sich das nach Hause liefern lassen und kann das problemlos mit einfachsten handwerklichen Mitteln umsetzen. Auf der anderen Seite gibt es auch einfache Schweißtechniken, die wirklich auch jeder mit dem dementsprechenden Schweißgerät umsetzen kann, mit dem man dann auch wirklich tolle Ergebnisse erzielt, ohne dass man absoluter Schweißprofi sein muss. Wir gucken uns das alles in diesem Video an. Ist wirklich spannend und wirklich sehr interessant, wie sich das Ganze die letzten Jahre so entwickelt hat. Es gab früher schon ein paar Anbieter, die da viele tolle Sachen hatten, viele tolle Einzelteile. Aber wenn man sich das heutzutage so anguckt, was die verschiedenen Lieferanten da bieten, das ist wirklich Wahnsinn. Ganz einfachen Sache an, einen schönen kleinen Handlauf. Ich habe hier einen alten Handlauf demontiert. Diesen Handlauf oder das Rohr davon nehme ich hier als Muster. Also das glänzt nicht mehr richtig, das werden wir nachher aber auch noch mal in Kurzform aufarbeiten. Auch das ist wirklich problemlos möglich mit verschiedenen Varianten, mit verschiedenen Möglichkeiten. Wenn ich so einen Handlauf habe, das heißt, ich brauche im Prinzip erstmal Rohr. Wo kriege ich Rohr her? Gibt es den örtlichen Stahlhändler, kriegt man meistens nur 6 Meter Stangen. Darum bin ich dazu übergegangen, dass ich mir sowas meistens bei eBay bestelle. Ich bestelle mir ein bisschen länger das Ganze natürlich. Ich säge mir das zu. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt für einen vernünftigen Zuschnitt von Edelstahl, von Chrom-Nickel-Stahl, dann fragt bei den Händlern einfach nach. Viele bieten das für einen kleinen Preis an, dass sie euch genau euer Fixmaß zusägen. Dann bekommt er das nach Hause, dann würde ich das vernünftig entgraten und dann braucht man natürlich Endstücke. Und man sieht schon diesen wunderschönen Krümmer. Der hat hier dieses Anschlussstück, da kommt ein 2-Komponenten-Kleber drauf, das Ganze wird zusammengesteckt, das Ganze härtet aus und dann hat man hier schon einen wunderschönen Handlauf. Und dieser kleine Spalt hier, natürlich sieht man den. Achtet da irgendwer drauf? Sieht das irgendwo negativ aus? Nein, definitiv nicht. Es sieht auf jeden Fall besser aus, dafür habe ich dieses Muster hier extra hingelegt, als so eine verhunzte Schweißnaht. Noch schlimmer als so eine Schweißnaht ist, wenn jemand dann noch versucht, das Ganze zu schleifen. Kein Rohrbandschleifer hat, das vielleicht irgendwie mit einem Winkelschleifer ausführt oder mit einem Rohrbandschleifer nicht umgehen kann. Das hier vernünftig zu schleifen, das ist wirklich eine hohe Kunst. Das kriegen viele immer in der Form nicht hin. Das erst zu schweißen, dann zu schleifen. Das heißt, da ist mir so ein Spalt doch deutlich lieber. Da kriegt man auch tolle Ergebnisse. Das sieht auch gut aus. Es gibt diese Krümmer in den verschiedensten Varianten. Das ist wirklich Wahnsinn, was es da heutzutage alles gibt. Das heißt 90 Grad, 45 Grad, 30 Grad, also verrückt. Genauso gibt es ohne Ende von diesen Endkappen. Die finde ich auch toll. Die kommen dann ganz einfach hier rein, braucht man nicht mal einen Kleber normal. Ich nehme zur Sicherheit immer einen Kleber oder ich mache unten einen Schweißpunkt hin. Und dann haut man da eine mit einem Schonhammer drauf, früher hießen die mal Kunststoffhammer. Und dann sitzt das Ganze da bombenfest drin und dann hat man seinen Handlauf im Prinzip schon mal fertig. Was man dann braucht noch, ist natürlich ein Handlaufträger, das heißt eine Aufnahme. Dazu, ich habe das hier schon mal vorbereitet. Habe das Ganze hier angebohrt, das ist die Aufnahme, also es gibt so Handlaufträger, einmal zum Schweißen und einmal zum Schrauben.
Das kann man ganz einfach hier sich markieren an der Stelle, wo man das Ganze haben will, bohrt sich zwei Fünfer Löcher und schneidet dann M6er Gewinde. Also man braucht im Prinzip, ich habe es hier extra mit dem Akkubohrer gemacht oder mit dem Akkubohrschrauber, weil ich zeigen möchte, dass es halt auch wirklich sehr einfach geht. Das heißt, man braucht einen Fünfer Bohrer, vernünftigen Bohrer, einer vernünftigen Qualität, M6er Gewindeschneider und dann schneidet man sich hier mal schnell ein Gewinde rein und dann kann man das Ganze hier anschrauben. Da hat man das hier so dran. Nachteil ist natürlich, das kann ich auch zeigen, ich habe das hier so in dem Winkel. Wenn ich den Handlauf so habe, ne, dann kann ich mir das natürlich so deutlich schöner ausrichten. So habe ich immer diesen 90-Grad-Winkel. Aber im Prinzip ist es so sehr einfach möglich. Ich habe hier noch diese schöne Rosette. Die kommt dann noch hier noch drüber, wenn ich das Ganze angeschraubt habe. Muss man natürlich hier vorher rüberstecken, sollte klar sein. Dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit mir einen Handlauf gebaut. Alles, was ich dafür brauche, ist wie gesagt eine Handbohrmaschine, die ich sowieso brauche, oder einen Akkuschrauber, den ich sowieso brauche, um mir das Ganze hinterher an der Wand zu montieren. Und da gibt es noch unwahrscheinlich viele Varianten. Ich habe zum Beispiel nur ein Rohr in der Form. Wenn ich jetzt zwei Rohre habe, die ich zusammenbringe wegen der Länge, weil es ein bisschen länger werden soll, dann gibt es hier so genannte Verbinder. Die kann ich hier auch reinstecken. Der hat ein bisschen Spannung drauf. Das heißt, den muss ich zusammendrücken. Der kommt hier rein. Oder hier gibt es noch eine andere Variante wieder. Das kann man dann auch wieder in der Form ganz normal mit einem Zwei-Komponenten-Kleber festkleben. Kann also so ein Rohr oder so eine Rohrleitung, so ein Handlauf dann auch deutlich verlängern. Es gibt hier noch verschiedene andere Varianten. Man kann zum Beispiel auch einen Krümmer einbauen, habe das hier in der Form, kann das also dann auch im 90 Grad oder im 135 Grad oder in irgendeiner Gradzahl rumlaufen lassen, braucht also nicht nur einzelne Handläufe machen, kann das auch weiterlaufen lassen. Es gibt die heutzutage auch in flexibel, also kann man hiermit kann man wirklich jeden Winkel einstellen, das ist auch wirklich Wahnsinn, ist schön, ist sehr einfach, ist hier in der Form einmal angeheftet, damit es fixiert ist, kann man aber auch alles kleben, dann ist hier oben drin ist eine Schraube. Dann ist das hier eingeschraubt und dann kann man das so hindrehen, wie man das braucht. Und dann steckt man sich das nächste Rohr dran. Also da gibt es wirklich geniale Möglichkeiten. Ich verlinke da was dazu hier, könnt ihr euch das alles angucken. Das wurde hier damals in der Form auch mal genutzt. Das heißt, ganz einfach einen Handlauf bauen mit irgendwelchen Krümmungen, was man sonst niemals hinkriegen würde. Das Ganze steckt man innerhalb von Minuten zusammen und das sieht wirklich noch richtig gut aus. Da wird hinterher kein Mensch glauben, dass ihr das irgendwo selber gemacht habt. Da wird jeder fragen, von wegen, welche Firma hat das für euch gemacht. Und wie gesagt, sowas ist alles sehr, sehr bezahlbar. Sowas sind wirklich alles tolle Möglichkeiten. Die Rosetten hier, die finde ich übrigens auch genial. Wer sowas schon mal gemacht hat, der hat dann oft hinterher eine Rosette, die wackelt hier irgendwo rum. Teilweise hat man die Möglichkeit, dass man hier unten das Ganze mit einer Madenschraube fixiert. Das sind Rosetten, die haben hier drei Stellen drauf und die passen dann genau so, dass man die hinterher drauf drückt und dann klemmen die. Da ist ja alles fest, also braucht man sich keine Gedanken machen. Wenn man es irgendwann wieder mal demontieren will, das ist immer der Nachteil, wenn man sowas geklebt hat oder wenn man es sogar geschweißt hat, dann muss man es lostrennen, dann kann man das hier auch ganz einfach wieder losdrücken. Das heißt, so oll und stumpf sieht das Rohr vorher aus. Jetzt habe ich ganz einfach mal ein bisschen Schleifvlies genommen. Schleifvlies ist wirklich ein Allheilmittel. Bin hier einmal rübergegangen, habe mir das einmal so ein bisschen übergebürstet und das Ganze nur mit der Hand, ohne irgendein Schleifmittel oder ohne irgendeine Maschine. So ist es genau richtig. Und dann sieht man schon, wie sich das Ergebnis hier verbessert hat. So kriegt man natürlich keine tiefer gehenden Kratzer oder ähnliches raus. Aber man sieht, wie matt das Rohr vorher ist, wie das hier teilweise aussieht. Und wenn man hier vernünftig mit einem Schleifvlies rübergeht, dann sieht das wieder richtig gut aus. Ne? Und das ist jetzt hier wirklich das passende Rohr zu so einem Krümmer, dass man das auch nochmal aussieht. Jetzt hat man natürlich nicht nur Geländer, die man irgendwo an eine Wand festschrauben will. Man braucht natürlich auch mal den einen oder anderen Geländerpfosten. Bei einem Geländerpfosten ist es so, das bieten heutzutage die verschiedensten Hersteller an, dass man da fertige Pfosten kaufen kann.
Oder es ist natürlich auch so, ich kann hier diese Platten kaufen, ich kann ein Rohr kaufen, ich kann das Rohr hier dann drauf schweißen, kommt eine Rosette drüber, sieht nicht so sehr, oder es kommt nicht so auf die Schweißnaht drauf an. Die muss vernünftig halten, aber auf die Optik nicht. Das kann man zum Beispiel auch ganz normal mit einem Elektrodenschweißgerät machen. Bisschen üben, ein paar Videos angucken, kriegt man das auch wirklich hin. Muss keine Schönheit sein. Bürstet man hinterher einmal über und dann hat man schon einen schönen Pfosten. Und wenn ich jetzt so einen Pfosten habe, dann habe ich hier auch wieder die verschiedensten Möglichkeiten. Ich habe schraubbare Träger, die ich hier oben positionieren kann. Habe hier Übergangsstücke, wo ich den Handlauf dran befestigen kann. Und habe hier die verschiedensten Möglichkeiten, was ich hier aufnehmen kann. Und da gibt es wirklich auch extrem interessante Sachen. So, die Schraube ist erstmal abgehauen. Das ist zum Beispiel hier so ein ganz normales Aufnahmestück für einen Rundstahl. Sowas kann ich hier auch anbringen. Ich schraube das hier gleich mal an. Und genauso gibt es zum Beispiel diese ganzen Glasklemmhalter. Es gibt so viele Klemmenhalter, dann in verschiedensten Varianten lassen sich auch alle schrauben. Das heißt, dafür brauche ich auch nicht schweißen, dafür brauche ich nicht irgendwo anfangen. Wenn man an Chrom-Nickel-Stahl anfängt zu schweißen, ist natürlich auch immer die Gefahr, dass das massiv verzieht. Ist bei solchen Bauteilen auch nicht. Also sieht man hier auch wirklich nicht, dass hier das Ganze nur gesteckt ist. Hier hinten hat man zwei Madenschrauben. Madenschraube kann ich lösen, dann kann ich das Ganze auseinanderziehen. Hier habe ich eine Madenschraube, damit wird das Ganze hier in der Form befestigt. Und ich sage mal, sowas sieht auch wirklich richtig gut aus. Wenn man das sieht immer sowas von edel aus. Und dabei, das kriegt wirklich jeder hin. Es ist einfach nur, sich das Ganze an der richtigen Stelle anzukörnen. Dann muss man das Ganze bohren, dann Gewinde schneiden und dann kann man das hier hinterher befestigen. Und den Rundstahl, wenn man so eine bisschen längere Strecke hat, das kann man sich schön führen, das kann man sich alles schön hinschieben. Also ich würde mal behaupten, das sieht wirklich richtig gut aus. Hier ist natürlich eine Bohrung mehr von vorhin noch, aber ansonsten, wenn man sich die wegdenkt, ist es im Prinzip so einfach und es sieht wirklich sowas von elegant aus. Wenn das Ganze jetzt hier einen Bogen macht, da gibt es auch eine ganz einfache Lösung. Da gibt es so Knickelemente, die haben also in der Mitte so eine dünnere Stelle, die kann ich biegen, wie ich das gerne haben möchte. Hab da also auch einen sehr, sehr eleganten Übergang, wenn das ganze Geländer da in der Form Bogen macht. Also man kriegt da wirklich tolle, elegante Ergebnisse hin und das, wie gesagt, so, dass es jeder kann mit ganz einfachen Mitteln. Es ist natürlich so, es gibt auch diese Glashalter, die will ich jetzt auch nicht unterschlagen, hatte ich ja vorhin auch schon mal ganz kurz gezeigt, könnte ich jetzt hier auch ganz einfach oben anschrauben in der Form. Die sehen auch sowas von elegant aus. Man hat hier immer eine polierte Seite, eine Seite, wo es natürlich auch geschraubt werden muss. Meistens hat man ja auch nur eine Sichtseite und da kann man das dann so in der Form befestigen. Wenn man das so sieht, also es sieht sowas von schön und elegant aus. Oft kommt man natürlich nicht um das Schweißen drumherum. Da müssen wir uns natürlich auch noch mal kurz drüber unterhalten, neben den ganzen tollen, schönen Lösungen. Wenn man das jetzt sieht, das sieht wirklich ordentlich aus. Und im Gegensatz hier, dieses alte, verhunzte Geländer, also das ist wirklich eine schöne Sache. Und vor allen Dingen, das kann wirklich jeder. Eine ganz einfache Technik. Ich brauche im Prinzip nur meinen Brenner positionieren. Ich lege den hier immer auf die Keramik ab. Ich gehe mit der Wolfram-Elektrode bis an mein Bauteil ran, ziehe wieder minimal ab, drücke hier einmal auf meinen Taster. Das Gerät führt einen Spot aus, der geht 0,1 Sekunden lang und dann habe ich hier so einen kleinen Punkt. Ein Punkt reicht im Prinzip, ich kann aber auch immer und immer weitergehen, kann also deutlich mehr Punkte hier machen. Theoretisch kann ich auch die ganze Naht einmal komplett abpumpen. Braucht man aber nicht. Man hat hier noch so leichte Spuren. Da gehe ich gleich nochmal mit dem Vlies rüber und dann ist das Ganze völlig beseitigt. Man hat hier keine Probleme mit der Korrosion. Das Ganze sieht optisch gut aus. Und wie gesagt, ist eine Variante, die bekommt wirklich jeder hin. Die ist so einfach von der Ausführung her, kann ich wirklich immer und immer wieder nur empfehlen. Wenn man sieht, hier hat einer versucht, einen normalen Punkt auszuführen. Das hat überhaupt nicht geklappt. Das ist hier richtig eingeschmolzen, relativ groß. Und dann guckt euch diese kleinen, schönen filigranen Punkte an. Also es ist wirklich so eine schöne und einfache Technik. Damit kann sowas wirklich jeder ausführen und vor allen Dingen jeder ausführen in einer vernünftigen, richtig, richtig guten Qualität.
Die Einstellungen an meinem Schweißgerät sind da auch kein Hexenwerk. Ich habe jetzt 140 Ampere gewählt und habe 0,1 Sekunden für den Spot gewählt. Das ist es im Prinzip. Es gibt da die verschiedensten Geräte, die haben die verschiedensten Einstellungsmöglichkeiten für so eine Spot-Funktion. Ich habe das hier, wie gesagt, an meinem WE2030. Es gibt das WE2003, das ist ein neues Gerät. Das hat zum Beispiel auch so eine Spot-Funktion. Da könnte man das ganz ähnlich einstellen und damit dann natürlich auch ähnliche Ergebnisse erzielen. Es gibt jetzt auch WIX-Schweißgeräte, die haben keine Spot-Funktion. Dann empfehle ich seit Jahren, dass man immer wirklich hier mit diesem Taster ganz vorsichtig spielt. Das habe ich auch in verschiedenen Videos schon erklärt. Das funktioniert fast genauso gut. Aber wenn man hier so einen ganz genau definierten Punkt hat, das ist natürlich die schönste Möglichkeit. Und so kann man im Prinzip, ohne dass man richtig schweißen kann, so ein Geländer schweißen. Ein Punkt ist natürlich auch noch ganz wichtig. Ich habe hier eine Aluminiumauflage auf meinem Schweißtisch. Ich habe hier so kleine Böcke, die habe ich mir mal gebaut aus ganz einfachem Winkelprofil. Die sind hier beklebt, wenn ich Chromnickelstahl, wenn ich Edelstahl verarbeite. Und die Masse ist nicht nur am Tisch, die Masse ist direkt an meinem Bauteil. Wenn man hier Zündspuren ins Material reinkriegt, hat man wirklich ein Problem. Meistens muss man das massiv wieder rausschleifen. Das sieht immer doof aus. Also Masse, die hat hier vernünftige Kupferwangen. Die kann ich hier direkt an mein Bauteil anbringen. So habe ich keine Zündspuren, habe damit auch wirklich keine Probleme. Das ist jetzt so ein Viertel von dem Rohrdurchmesser. Ich denke mal, das zeigt eindeutig, wie gut das Ganze funktioniert. Das ist jetzt so minimal unterwölbt. Man könnte jetzt auch hergehen und wenn man so einen Rohrbandschleifer hat und das dann in der Form wegschleifen. Was man hier nicht haben darf, ist ein Luftspalt. Da sollte man wirklich immer darauf achten. Aber wenn man das hier vernünftig reinsteckt und dann erstmal das Ganze, wenn man es komplett schweißen will, an verschiedenen Positionen abheftet oder so, ist das überhaupt kein Problem. Selbst wenn man so abspottet hier, ist das auch wirklich kein Problem. Also es sieht wirklich extrem gut aus und man sieht, wie einfach diese Technik ist. Wichtig immer, dass der Abstand stimmt. Einstellungen habe ich euch gezeigt und dann kann das Ganze losgehen. Ich habe mal hier so einen Handlaufträger zum Anschweißen ganz einfach an meinem Schweißtisch positioniert. Und wenn ich jetzt anfange, hier meinen Handlauf zu befestigen, dann ist das natürlich, dann sitzt er hier oben drauf. Das heißt, ich brauche beide Hände. Ich muss von einer Seite von vorne oder von unten gucken, dass ich den möglichst auch mittig befestige und dann muss ich noch schweißen. Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Das Ganze kriege ich natürlich alleine nicht hin. Brauche ich jemanden, der mir hilft, der muss auch motiviert sein, der muss natürlich auch vernünftig gucken, ist auch alles nicht ganz so einfach. Und dafür gibt es ganz tolle Hilfsmittel. Habe ich schon ganz lange in der Schublade, benutze ich wirklich auch regelmäßig. Jedes Mal, wenn ich so ein Geländer in der Form baue, und zwar, die kommen hier ganz einfach rüber. Und jetzt sieht man schon, ich kann das hier unten noch fester ziehen. Und jetzt wird der Handlauf hier wirklich perfekt mittig geführt. Die sind extra für diese 42er Rohre, was man nur so standardmäßig für Handläufe benutzt. Jetzt ist das Ganze genau mittig. Und jetzt gehe ich dann immer so vor, wenn ich mehr als zwei Träger habe, wenn ich zum Beispiel drei oder vier Träger habe, wird der oberste und unterste angeschraubt in der Höhe. Dann setze ich die Kollegen hier drauf. Dann kann ich das Rohr auflegen. Das liegt hier einfach fest drauf. Und dann kann man die zwischen Kollegen dann hier anpassen, kann die dann anschrauben und danach kann man das hier wirklich richtig schön positionieren, kann sich diese Schräge hier nochmal so leicht anschleifen, passt das dann hier drauf, kann das abheften alles komplett und dann kann man das verschweißen. Und da hat man wirklich ein tolles Ergebnis, macht es sich deutlich einfacher und macht es sich auch deutlich genauer. Mir ist das auch schon passiert, ich habe sowas angeschweißt in der Form und hinterher saß das Rohr nicht richtig mittig. Sieht dann richtig blöde aus, sowas abzumachen, ruiniert einem natürlich auch alles. Also es geht schneller, als man denkt. Wenn man sowas alleine macht in der Form, sind die wirklich Gold wert. Und wie gesagt, die kosten auch echt nur ein Apfel und ein Ei. Kleine schöne Lösungen, so kleine schöne Helfer, kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich seit ungefähr 2 Jahren im Einsatz und habe ich immer gedacht, irgendwann, wenn es thematisch mal passt, dann musst du das Ganze mal mit vorstellen. Ich denke mal, ich habe hier schöne kleine Lösungen gezeigt. Der ein oder andere wird sagen, kenne ich alles schon, aber viele werden sicherlich auch sagen, von wegen habe ich so in der Form noch nie gesehen, was da alles möglich ist, wie einfach man sich heutzutage ein Geländer bauen kann. Und das Ganze sieht man an diesen kleinen Beispielen. Das muss wirklich alles andere als schlecht aussehen. Ganz im Gegenteil, das sieht wirklich richtig aus.
richtig professionell aus mit den Rosetten, mit den ganzen Möglichkeiten. Man braucht dafür im Prinzip nicht mal schweißen. Ich empfehle trotzdem immer, dass man so eine Spot-Funktion nutzt, dass man halt wirklich kleine Punkte macht in der Form. Aber mit diesem ganzen Rumgeschweiße hinterher stundenlang schleifen, man braucht natürlich auch das ganze Equipment und Erfahrung zeigt, viele versauen sich dadurch dann wirklich alles. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Das Material habe ich alles von der Firma oder von dem Online-Versand Inox Welt. Das verlinke ich hier unter auch. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Da gibt es noch tausende von anderen Artikeln. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Möglichkeiten es heute in diesem Bereich gibt. Ich hoffe, das Video war interessant. Wenn es interessant war, wenn es Anmerkungen gibt, wenn es Kommentare dazu gibt, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.